Fall. Mein ganz besonderer Gruß gilt euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die 481 Delegierten seien uns ganz herzlich willkommen hier in Karlsruhe. Passiert und dass wir hinterher gestärkt und geeinigt aus diesem Gewerkschaftstag rausgehen. Zukunftsweisende Beschlüsse und ein Aufbruch für die nächsten 4 Jahre. Ich erwarte mir vor allen Dingen einen Gewerkschaftstag, der den Fokus richtet auf das Dilemma mit der prekären Beschäftigung, das die jungen Leute so sehr unter Druck bringt. Wir müssen das Ganze auch weitertragen, dass wir nicht irgendwo einen Stillstand haben, weil Stillstand ist immer ein Rückschritt. Entscheidungen, die uns nach vorne bringen. Klare politische Aussagen. Gute Themen, die wir da abarbeiten und für die nächsten 4 Jahre eine gute Richtung dann angehen. Ich denke, heute bei der Eröffnungsveranstaltung, nachdem der Bundespräsident und auch der Ministerpräsident die richtigen Worte gefunden haben und uns auch wirklich gelobt haben und gesagt haben, wir kämpfen an der richtigen Front, wir kämpfen für die richtigen Sachen, erwarte ich, dass es ein toller Gewerkschaftstag wird und dass wir stärker werden, dass wir Spaß haben, dass wir inhaltlich hart diskutieren und gestärkt und motiviert rausgehen, aber dass auch die Öffentlichkeit erkennt, wie wichtig Gewerkschaften sind, wie wichtig die IG Metall heute ist.